Herr Schuster, beachten Sie bitte alles so, wie wir es besprochen haben. Ja? Bleiben Sie ruhig und sachlich, lassen Sie sich nicht provozieren, dann geht die Sache auch schon in Ordnung. Dann wird sich auch herausstellen, dass Sie unschuldig sind. Die glauben doch eh alle, dass ich meine eigene Freundin umgebracht was habe. Was alle glauben und was die Nebenkläger oder der Staatsanwalt glaubt, braucht sie nicht. Das Gericht entscheidet über Sie. Und ich gehe mal davon aus, dass das Gericht nicht gegen Sie entscheiden wird nach der Sachlage. Ja, für die bleibe ich doch eh immer der... Nein, Sie bleiben nicht immer nur der Vorbestrafte und der Schuldige. Ich glaube nämlich, dass Sie hier überhaupt keine Schuld trifft. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, oder? Dieses Arschloch hat meine Schwester in den Tod getrieben. Hier, sehen Sie sich das Foto an. Der Typ ist alles andere als unschuldig. Wie können Sie den überhaupt verteidigen? Aber eins sage ich dir, ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder auf freien Fuß kommst. Kommen Sie, Herr Kollege. Das glaub mir mal. Herr Schuster, wir verhandeln heute Ihre Strafsache. Entschuldigen Sie bitte, Frau Vorsitzende, dass ich Sie unterbreche. Ich tue es ungern an dieser Passage. Aber ich glaube, die Zeugin im linken Trakt in der Mitte ist Frau Alexa Reuter. Jedenfalls, wenn mir das von mir vorliegende Phantombild mich nicht täuscht, ist sie es. Die Person, die ich im Übrigen im Verdacht habe, für diese Tat hier verantwortlich zu sein. Ja klar, das ist sie doch. Die hat meine Freundin in den Tod gehetzt. Sag mal, haben Sie die ins Gehirn geschissen? Wer sitzt denn hier auf dem heißen Stuhl? Ich oder du? Sind Sie Frau Alexa Reuter? Und wenn? Und wenn, dann erstmal eine halbwegs gerichtsverträgliche Ausdrucksweise ist das eine. Und ich habe Sie als Zeugin geladen und Zeugen warten draußen. Ja, also bis dahin möchte ich Sie bitten, den Saal zu verlassen und Sie warten dann, bis ich Sie aufrufe, ja? Wenn der scheiß Penner hier irgendwelchen Müll über mich labert, dann geht mich das ja wohl auch was an. Also bitte, was soll ich draußen? Schlichtweg, weil Zeugen einfach draußen warten müssen, bis sie vernommen werden. Das ist so gesetzlich geregelt. In Ihrer Ladung steht es auch drin. Und deshalb diskutiere ich das jetzt mit Ihnen nicht grundsätzlich. Ja? Nach Ihrer Vernehmung können Sie bleiben. Aber bis dahin möchte ich Sie bitten, den Saal zu verlassen und das Wort zügig. Gut. Geht doch. Herr Schuster, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge an der 19-jährigen Mara Engel, ihrer ehemaligen Freundin, und Stefanie Engel, die Mutter der Getöteten, und ihr Bruder Nils Engel nehmen als Nebenkläger an der Verhandlung teil. Herr Schuster, Ihr Vorname ist Joshua. Sie sind am 2. Februar 1988 in Frankfurt am Main geboren. Sie sind ledig, Kinder haben Sie keine. Was sind Sie vom Beruf? Gelernt habe ich nichts. Also ich arbeite momentan in so einem kleinen Club in Frankfurt. Seit dem 29. August 2011 sind Sie in Untersuchungshaft. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Der Angeklagte und Mara Engel waren seit Juli 2011 ein Paar. Als Mara Engel klar wurde, dass sie nicht zueinander passten, wollte sie sich am 28.08.2011 von dem Angeklagten trennen. Der Angeklagte wollte die Trennung nicht akzeptieren und folgte ihr auf dem Weg nach Hause. Er holte sie ein und es kam zu einem Streit zwischen den beiden, in dessen Verlauf der Angeklagte mit einem Messer auf Mara einstach und sie am Arm traf. Die junge Frau flüchtete panisch auf die Straße und wurde von einem PKW erfasst. Mara Engel war sofort tot. Joshua Schuster wird daher wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Schuster, wollen Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder werden Sie Angaben machen zur Sache? Ich möchte aussagen. Mara Engel ist am 28. August 2011 gegen 22.50 Uhr erst einmal angegriffen worden und verletzt worden. Tatwaffe war vermutlich ein Messer, genau weiß man es nicht. Man hat die Tatwaffe nicht, aber nach dem Obduktionsbericht war das ein Stichgranat von einem Gegenstand wie einem Messer mit 6 cm Klingenlänge. In etwa haben Sie Mara mit einem Messer angegriffen und verletzt. Ich habe Mara über alles geliebt. Sie war alles für mich. Also ich habe sie nicht umgebracht oder mit einem Messer angegriffen. Doch, Sie haben das Mädchen angegriffen und verletzt mit einem Messer. Und Sie sind auch für den Tod strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Nein. Das Mädchen ist panisch geflohen. Natürlich macht das ein Mensch. Die hat nicht mehr nach links geguckt, die hat nicht mehr nach rechts geguckt. Die wollte einfach weg, um weitere Angriffe von sich abwenden zu können. Nein, ich habe sie geliebt. Und ist dabei vor ein Auto gelaufen. Körperverletzung mit Todesfolge nennt das der Gesetzgeber. Und deswegen sind Sie auch angeklagt. Mara wollte sich von dir trennen, ja? Also erzähl dir keinen Scheiß. Herr Engel, auch wenn ich verstehe, dass es für Sie und Ihre Mutter keine leichte Situation ist, seien Sie so nett, nicht von der Seite einmischen. Herr Schuster, Mara war an dem Abend ja noch bei Ihnen zu Hause. Hat Mara da was sich von Ihnen getrennt oder irgendwas war ja? Oder wollte sie sich von Ihnen trennen? Nein, überhaupt nicht. Gut, wir haben uns gestritten. Aber ein Streit ist kein Grund, um sich voneinander zu trennen. Und was ist es in dem Streit gegangen? Ja, ich wollte ihr klar machen, dass sie
ein bisschen eigenständiger wird und aufhören soll, ihre dominante Mutter immer in den Vordergrund zu stellen. Und sie soll halt einfach eigenständiger werden. Und sie hat darauf einfach nicht reagiert und hat nicht auf mich gehört. Und dann haben wir angefangen, uns schrecklich anzuschreien. Und ja, zum Schluss habe ich sie schon beleidigt und habe ihr gesagt, dass sie eine verwöhnte Tussi ist und dass sie halt überhaupt nicht eigenständig ist. Und da war sie natürlich sehr gekränkt und dann ist sie rausgegangen. Und ja, das tut mir auch furchtbar leid, weil ich habe das ja nicht so gemeint. Hatte das einen besonderen Grund, dass Sie zu Mara gesagt haben, sie soll sich so nicht von ihrer Mutter unter Druck setzen lassen? Ja, sie ist so gegen 17 Uhr zu mir gekommen und war vollkommen aufgelöst und stand heulend vor meiner Tür und hatte eine Tasche Klamotten dabei. Und ja, dann habe ich sie natürlich darauf angesprochen, was denn mit ihr los sei. Ja, und ja, sie war so durch den Wind, dass sie dann einfach nur gesagt hat, dass sie sich hinlegen möchte und erstmal in Ruhe darüber schlafen möchte und erstmal nicht mit mir darüber reden will. Ja gut, das haben wir dann auch gemacht. Dann habe ich sie habe ich mich mit ihr aufs Sofa gesetzt und dann ist sie auch direkt eingeschlafen und gegen 10 Uhr wieder wach geworden. Ja, und dann hat sie mir von diesem Ultimatum erzählt, dass, wenn sie sich nicht von mir trennt, ihre Mutter sie aus der Wohnung wirft. Aber Sie haben sich ausschließlich darauf beschränkt, der jungen Frau nur zu sagen, sie solle sich von ihrer Mutter mit ihren 19 Jahren nicht so unter Druck setzen lassen. Ja, natürlich, klar. Ich habe mich natürlich tierisch aufgeregt, dass die Mara alleine schon die Konsequenz in Betracht zieht, sich von mir zu trennen. Da war ich einfach wütend. Deswegen musste Mara sterben? Ich habe sie doch nicht umgebracht, Mensch. Sie wollte doch die Beziehung zu mir. Sie haben sie doch die ganze Zeit unter Druck gesetzt. Und sie hatte die ganze Zeit Angst, ihre Familie zu verlieren. Und ich habe das einfach zu spät gemerkt. Was haben Sie denn Mara so alles dazu gesagt? Ja, dass sie eigenständiger werden soll. Und dann hat sie zu mir gesagt, dass ich davon, von dieser ganzen Sache nichts verstehe und von deren familiären Verhältnis. Weil, ja gut, meine Eltern waren beide Säufer und haben sich einen Scheiß um mich gekümmert. Und deshalb bin ich auch mit 10 Jahren ins Waisenhaus gekommen und verstehe vielleicht nichts von diesen familiären Geschichten. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie sind im Heim aufgewachsen, richtig? Sie sind quasi verlassen worden. Und das wollten Sie nicht noch ein zweites Mal erleben. Sie wollten eine heile Familie. Und jetzt sagt Ihnen Ihre Freundin, ich trenne mich von dir. Ich gehe jetzt weg. Sie wollten nicht erneut verlassen werden. Das stimmt nicht. Das hat sie ja nie gesagt. Aber sie ist ja gegangen, ne? Und Sie sind ihr hinterher? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin da halt rausgegangen und habe sie gesucht. Ich wollte mich entschuldigen, weil dieser Streit, der war einfach lächerlich und einfach nicht notwendig. Und deshalb bin ich rausgegangen, habe sie gesucht und habe sie nirgendwo gefunden. Und dann habe ich irgendwann einen Schrei gehört. Und ja, dann bin ich natürlich diesem Geschrei nachgelaufen, bis ich in dieser dunklen Nebenstraße stand und dann diese Frau gesehen habe. Dann ging alles so schnell. Ich habe dann noch geschrien, dass sie loslassen soll. Aber die haben mich nicht gehört. Und ja, dann hat Mara es doch noch irgendwie geschafft, sich irgendwie loszureißen. Ja, und dann ist diese Alexa ist dann auch sofort verschwunden. Und ja, dann ist Mara direkt auf die Straße gelaufen. Und dann, ich wollte noch hinterherlaufen, aber das war alles irgendwie zu spät. Das ging so schnell. Und dann kam auch schon das Auto um die Ecke und ja, dunkel war es, der Mond schien helle. Entschuldigung, das ist eine ganz absurde Geschichte, die Sie uns hier erzählen mit der Zeugin Alexa Reuter, die da angeblich da gewesen sein soll. So. Die das, soll das gemacht haben. Nee, hat ihn schon die Polizei nicht abgenommen. Absurd wäre es, wenn es eine reine Erfindung gewesen wäre mit dem Zusatz, ich habe auch nichts gesehen, nur einen Schatten oder ein Schema. Das hier, das ist angefertigt worden von Polizeizeichner, nicht von ihm aus dem Malkasten. Ja. Nach seinen Angaben. Ja. Diese Frau hat er gesehen. Diese Frau sagt aber jetzt nicht, ich bin Violinspielerin, ich war in Bratislava bei der Staatsoper, bei einem Auftritt zu diesem Zeitpunkt. Ja. Sondern diese Frau war höchstwahrscheinlich in der Nähe. Diese Frau ist eine obdachlose Stadtstreicherin. Dann muss sie es gewesen sein. Nein. Aber was ist jetzt ihre Konsequenz? Also vielleicht ist sie in der Nähe des Tatorts gewesen. Sie ist auffällig genug. Natürlich erinnern Sie sich an die Dame. Wir haben sie ja eben schon gesehen. Entschuldigung mal.
mal, jemand, der x-fach wegen Vermögensdelikten strafbar sich gemacht hat, Herr Römer, der möglicherweise bewaffnet ist. Das Ganze ist ein ganz simpler, einfacher Raubüberfall. Da hat man jemanden abziehen wollen und hat eine Waffe eingesetzt, hat ihn verletzt und der rennt weg und so laufen die Geschehnisse. Das wäre meine erste Frage gewesen, wo Sie das Motiv sehen. Das sehe ich nämlich bei der Zeugin Alexa Reuter überhaupt nirgendwo. Und die zweite Frage wäre, warum denn die Zeugin Hartmann, die die Fahrerin des Pkw gewesen ist, nur den Angeklagten am Tatort gesehen hat und sonst niemanden. Entschuldigung mal, sie hat niemals behauptet, sie hätte ihn zustechen sehen, oder? Man hat leider die Tatwaffe nicht gefunden. Übrigens auch später bei Frau Reuter nicht. Und Blutspuren des Opfers hat man auch nicht gefunden. Weder an der Kleidung des Angeklagten noch an der Kleidung von der Frau Reuter. Die Tatwaffe hat er doch verschwinden lassen können, Frau Vorsitzende. Hat sich doch entfernt. Herr Schuster, das hat mich jetzt auch gewundert. Warum sind Sie vom Unfallort weggelaufen? Die Staatsanwaltschaft glaubt ja nur deshalb, damit Sie Kleidung und Messer haben verschwinden lassen können. Nein. Ja, als er diese Fahrerin aufgetaucht ist und mich angestarrt hat und dann angefangen, mich anzuschreien, dann habe ich einfach Angst bekommen, Panik bekommen. Und natürlich ist mir gleich in den Kopf gestiegen, dass ich als Täter irgendwie natürlich ein gutes Motiv habe oder... und in Frage komme, weil natürlich, ich bin schon vorbestraft, ich war schon mal im Knast, aber deshalb bin ich einfach aus Angst und aus Panik bin ich schnell weggelaufen. Ja, ich möchte jetzt ungern in dieselbe Kerbe schlagen wie Verteidiger, eben bei der Zeugin Reuter, aber Sie haben ja auch schon einiges auf dem Kerbholz. Wenn ich mir das hier angucke, Sie sind verurteilt worden, zahlreiche Körperverletzungen, Diebstähle und im Jahr 2005 gab es eine 3-jährige Jugendstrafe wegen Raubes und schwerer Körperverletzung. Die haben sie ja zum größten Teil verbüßt. Nach 2 Jahren wegen guter Führung der Rest erlassen, 2007 entlassen und seit 4 Jahren nicht mehr auffällig gewesen. Nicht mehr ein einziges auffälliges Merkmal, Herr Staatsanwalt. Das wissen Sie doch besser als ich, oder? Ja. Die Einzige, die mich wirklich immer versteht hat und mit anderen Augen gesehen hat, war Mara. Wann haben Mara und Sie sich ja nicht kennengelernt? Im Juli. Also da war dieses Konzert in dem Club, in dem ich arbeite und ich war hinter der Theke und dann kam sie auf mich zu und hat 2 Bier bestellt und ja, sie ist mir direkt positiv aufgefallen und ich fand sie echt super süß und ja, dann kam ich auf die Idee, einen Zettel mit meiner Telefonnummer ihr zuzustecken. Ja, und ich war echt überrascht, als sie am nächsten Tag sofort angerufen hat. Und ich will auch gar nicht wissen, wie oft du diese schleimige Nummer schon abgezogen hast mit anderen. Ey, hör auf, irgendwelche Behauptungen über mich aufzustellen. Du kennst mich überhaupt nicht. Glaub mir, Typen wie dich kenne ich zu Genüge, ja. Und ich weiß ganz genau, hätte ich dich vorher kennengelernt, hätte ich auf jeden Fall dafür gesorgt, dass du nicht meine Schwester anpackst. Schuster mit Herr Engel und auch Herr Schuster, ja. Also wir werden auf diesem Niveau garantiert weder anfangen noch fortsetzen. Noch Fragen an den Angeklagten? Nein. Dann möchte ich mit Ihnen beginnen, Frau Engel, bitte. Nehmen Sie hier vorne Platz und Sie bitte neben Ihrem Verteidiger. Frau Engel, nehmen Sie Platz. Frau Engel, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Frau Engel, Ihr Vorname ist Stefanie. Sie sind 55 Jahre alt und wohnen in Frankfurt am Main. Was ist Sie vom Beruf? Steuerfachangestellte. Aber im Moment bin ich krankgeschrieben. Also ich kann seit Maras Tod einfach noch nicht wieder arbeiten. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Frau Engel, jeder kann sich vorstellen, wie schwer es für eine Mutter ist, ihr Kind auf die Art und Weise zu verlieren, ist das eine. Und dann auch noch hier aussagen zu sollen. Ich kann Ihnen das leider nicht ersparen. Nur sage ich eins immer vorneweg, wenn Sie eine Pause brauchen, dann bekommen Sie die auch jederzeit. Ich will einfach Gerechtigkeit. Und vor allen Dingen will ich verstehen, warum. Warum meine Mara? Was hatte sie dir getan? Ich habe sie doch nicht umgebracht. Ich habe sie genauso geliebt wie Sie. Frau Engel, es steht ja nicht fest, ob der Angeklagte ihre Tochter so angegriffen hat, dass sie dann hinterher vors Auto gerannt ist oder ob jemand anderes dafür in Betracht kommt. Beantworten Sie doch einfach meine Fragen. Alles Weitere führt nämlich zu nichts. Entschuldigung. Frau Engel, wir wissen ja schon, dass es an diesem 28. August einen Streit gegeben hat, zunächst einmal zwischen Ihnen und Mara. Denn dann ist, muss doch nicht ganz schön heftig hergegangen sein, denn Mara hat doch nicht ihre kleine Reisetasche gepackt und ist weg und ist gegen 5 Uhr nachmittags bei ihrem Freund Joshua Schuster zu Hause angekommen. Über was haben Sie beide sich denn so schön gestritten? In der Zeit vor Maras Tod haben wir entsetzlich oft gestritten. Also sie hatte sich einfach komplett verändert, seitdem sie mit diesem Jungen zusammen war. Und ich wollte ihr einfach nur klar machen, dass er ihr nicht gut tut.
Wie hat Ihre Tochter sich denn verändert, wenn Sie das so sagen? Ja, Mara war früher ein Mädchen mit ganz klaren Zielen. Sie wollte Abitur machen und dann zu ihrem Vater gehen nach New York, um da zu studieren. Also mein Mann lebt seit unserer Trennung in New York. Aber als sie dann diesen Jungen kennengelernt hatte, da war es vorbei mit ihren Träumen. Hat nur noch mit dem Jungen zusammengehangen und ist oft tagelang nicht nach Hause gekommen. Und wenn, dann hat sie gestunken nach Alkohol und nach Rauch. Hat sie gesagt, dass sie mit dem Angeklagten zusammen war? Oder wie haben Sie von der Beziehung zwischen Ihrer Tochter und ihm erfahren? Am Anfang habe ich gedacht, das ist normal. Mara ist 19 und entspricht das vielleicht der Entwicklung. Und dann im August, da ist sie einfach 3 Tage überhaupt nicht gekommen. Und dann habe ich sie angesprochen. Und da hat sie mir gesagt, dass sie einen Jungen kennengelernt hat. War gleich misstrauisch, was das wohl für einer sein muss, wenn sie sich so gehen lässt. Hm. Haben Sie ihn mal persönlich kennengelernt, den Angeklagten? Ja, eine Woche später. Ja, mein Misstrauen hat sich sofort bestätigt. Ich meine, das ist doch klar. Das ist doch der totale Loser-Typ. Hallo? Mutter? Nur weil ich nicht aus so einem guten Elternhaus komme? Sie hatten doch von vornherein was gegen mich. Ach, das ist doch Quatsch. Das stimmt doch überhaupt nicht. Aber Sie sind im Gefängnis gewesen, ja? Und Schulbildung gleich null. Jeder Berufsausbildung hätten Sie doch im Jugendgefängnis nachmachen können. Meine Tochter hat wegen dieser Beziehung kurzhand einfach mal ihre ganze Zukunft über Bord geschmissen. Und hätte ich einfach daneben stehen sollen und zugucken sollen? Nein, das mit Sicherheit nicht. Sie werden Ihre Bedenken, natürlich äußert man die dann. Wie hat denn Ihre Tochter reagiert auf Sie? Sie hat gesagt, dass sie alt genug ist und dass ich ihr gar nichts mehr zu sagen habe. Und wie war es am 28. August an dem Tag? Am 28. August, da war unser Streit am schlimmsten. Ich wusste mir einfach nicht mehr zu helfen. Ja, nur deswegen habe ich ihr angedroht, sie rauszuschmeißen. Dann, als sie ging, hat sie mich so voller Wut angeguckt. Und hat gesagt, dass sie mich hasst. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Ich hätte ihr einfach so gerne noch mal gesagt, wie sehr ich sie liebe. Das weiß Mara auch. Oder das wusste sie auch damals. Ich meine, du hattest ja auch mit deinem Bedenken, was diesen Joshua angeht, vollkommen recht. Und das wusste sie auch. Frau Engel, Ihre Tochter hat Ihnen noch wenige Stunden nach diesem Streit noch auf die Mailbox gesprochen, um sich zu entschuldigen. Ich denke, das zeigt das doch auch recht deutlich. Die hören wir uns mal eben an, diese Nachricht. Mama, es tut mir so leid, du hattest doch recht. Joshua und ich passen einfach nicht zusammen. Ich hätte auf dich hören sollen. Ja. Diese Nachricht hat Ihnen Bara um 22.42 Uhr auf die Mailbox Ihres Handys gesprochen. Da war sie auf dem Weg zu Ihnen nach Hause zurück. Ja, und ich habe die Nachricht einfach nicht gehört. Ich habe dieses verdammte Klingeln nicht gehört. Wenn ich es gehört hätte, ich meine, Mara könnte vielleicht noch leben. Ich hätte ihr doch entgegengehen können. Mama, das Wichtigste ist, mach dich deswegen nicht so fertig, okay? Also Herr Schuster, Sie haben das doch jetzt auch gehört, was da auf der Mailbox gesprochen worden ist, oder nicht? Es ist doch ganz eindeutig, dass die Mara sich von Ihnen trennen wollte. So groß kann doch dann die Liebe nicht mehr zu Ihnen gewesen sein. Das war eine realistische Trennung, die jetzt bevorstand. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie sich nicht von mir trennen wollte. Nein, da gibt's doch gar keine Logik, oder? Sie zieht aus, sie nimmt ihre ganzen Sachen mit. Sie hat einen Kosmetikkoffer dabei, alles, was eine Frau so braucht, steht bei ihm vor der Tür und klingelt. Verbleibt dort, alles das beschreibt er so. Und kein Widerspruch drin, überhaupt nichts. Genauso beschreibt er das. Dann gibt es danach ein Gespräch, wo diese Kritik mit der Selbstständigkeit kommt und das sich lösen. Da wird man möglicherweise die Mutter angerufen haben und auch aus der Erregung heraus gesagt haben, vielleicht passen wir doch nicht so zusammen. Aber zunächst einmal war das eine tiefe und gefestigte Beziehung und zunächst einmal hat man mit Sack und Pack und Wagen bei ihm vor der Türe gestanden. Das möchte ich doch mal betonen an der Stelle. Und was Sie angeht, Sie müssten sich vielleicht wirklich... Er hat die Beschreibung abgegeben, dieser Person. Und genau diese Person ist dort in Tatortnähe gewesen. Doch nicht per Zufall und nicht zum Bild zu pflücken. Sondern diese Person wird vermutlich ein Messer oder eine messerähnliche Waffe eingesetzt haben. Einfach, um ihre Tochter um Geld zu bringen. Ein Raubüberfall. Nichts anderes. Er hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist doch Quatsch. Ja? Damit will er sich doch nur rausreden. Wer hat Ihnen gesagt an dem Abend, was mit Ihrer Tochter geschehen ist? Das war mein Sohn Nils. Ich wusste gleich, als er da vor der Tür stand und so furchtbar geheult hat, dass was ganz Schreckliches passiert ist. Das war auch der schlimmste Moment meines Lebens. Ich meine,
Als Polizeibeamter, da muss man des Öfteren Todesnachrichten überbringen. Aber meiner eigenen Mutter zu sagen, dass meine Schwester tot ist, das... Sind Sie als Polizeibeamter auch noch an die Unfallstelle gerufen worden?